Dankeschön. Ja, als nächstes möchte ich wieder unseren Freund, den charmanten österreichischen Fernsehgärtner Karl Bloberger begrüßen, der uns jetzt schon im dritten Jahr hintereinander nicht nur als Referent unterstützt, sondern der auch eine tragende Rolle als Schirmherr trägt und dieser mit großer Verantwortung nachkommt. Herzlichen Dank, Karl Bloberger. Lieber Herr Oberbürgermeister, lieber Robert, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Blumen- und Gartenfreunde, ich bin sehr gerne wieder an den Bodensee gekommen. Für mich ist das ein Urlaubstag. Ich komme viel herum als Fernsehgärtner, wenn ich das so auch sagen darf, obwohl ich mich selbst nicht so bezeichne, bin ich bei vielen Veranstaltungen und bei sehr vielen Gartentagen. Aber ich kann Ihnen nur sagen, das sind mit Sicherheit die stimmungsvollsten Gartentage, die ich besuchen darf. Am Meer, wie es so schön heißt hier, zu sitzen, einen Kaffee zu genießen, ein paar Schritte zu gehen, diese herrlichen Blumen und Kräuter zu kaufen, anzuschauen, diese wunderschönen Dekorationselemente, die auch wirklich dazu passen, das muss man auch sagen, da gibt es keinen Kitsch, sondern das ist handverlesen, das ist das, was letztlich den Garten und die Gartenstimmung ausmacht. Ich freue mich sehr, dass ich den Schirmherr wieder spielen darf. Ich habe schon zum Robert gesagt, nach dem Wetterbericht nach sollte ich das nächste Mal am Samstag kommen, weil jedes Mal, wenn ich am Freitag da bin, ist es herrlich und dann fangen sie ein bisschen zu tröpfeln an. Ich habe es für morgen aber auch bestellt. Ich lasse den Schirm da, auch wenn ich persönlich nicht mehr anwesend bin. Ich hoffe, dass das hilft. Ich freue mich wirklich, dass ich da bin. Genießen Sie diese Gartentage hier in Lindau. Genießen Sie aber auch zu Hause Ihren Garten. Es ist, wie der Oberbürgermeister richtig gesagt hat, eine Rückzugsoase für Pflanzen und Tiere, vor allem aber ist es eine Rückzugsoase für uns Menschen. In einer Zeit, wo wir gar nicht mehr wissen, was so in der Welt draußen passiert, was wir gar nicht mehr mitbekommen, was auf den Finanzmärkten ist, wenn die Milliarden jongliert werden, dann sage ich, dann gehe ich in meinen Garten, dann gehe ich zu meinem Gemüse, dann gehe ich zu meinen Kräutern und da weiß ich, da ist die Welt in Ordnung. Und das sollten wir genießen und darauf sollten wir uns in den nächsten Wochen und Monaten freuen. Die Gartensaison ist damit offiziell eröffnet. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. So, zum weiteren Programm. Jetzt gibt es ein Gläschen Sekt für ein paar Ehrengäste. Dann werden Sie aber gleich beglückt mit einer ganz besonderen Taufe, nämlich der Taufe von zwei Rosen. Sie werden dann auch mitbekommen, dass die Rosentaufe einen Namen, also eine Rose braucht einen Namen und diese Rosentaufe ist schon in den letzten Monaten im Internet abgelaufen. Also wir brauchen sie unbedingt, sie müssen nämlich jetzt über den Namen abstimmen. Wie es genau funktioniert, in ein paar Minuten hier und um 15 Uhr in etwa, 15.30 Uhr bin dann ich dran und ich werde Ihnen dann ein bisschen was über den Garten für intelligente Faule und das Garteln, das hat mir gefallen, Herr Oberbürgermeister, dass Sie Garteln gesprochen haben und nicht vom Garten arbeiten, vom Garteln im Takt der Natur erzählen. Also, bleiben Sie hier, genießen Sie Kaffee und Kuchen und vor allem das schöne Wetter. Alles Gute.